So, jetzt setzen wir uns und Sie aufs Pferd, und zwar so, wie man das bis ins 19. Jahrhundert gemacht hat. Da sind Herren und Damen wegen der Etikette unterschiedlich drauf gesessen. Reporter und Nichtreiter Henning Behrens wollte es genau wissen und hat sich zu einer Reitstunde bei einem Verein angemeldet, der sich für das Comeback der Damenposition einsetzt, und zwar für Frauen und für Männer. Ein Bein rechts und ein Bein links, Rücken gerade und Blick nach vorn. So reitet Mann und Frau heute normalerweise auf dem Pferd. Damals war das anders. Frauen sind im sogenannten Damensattel geritten. Die Dame hatte dabei ihre Beine übereinander geschlagen. Reiten, das können ja sehr viele Männer. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Reiten als Mann im Damensattel? Ich stehe nicht umsonst hier. Ich werde das daher mal testen, wie sich das anfühlt, da oben zu sitzen. Im Damensattel. Ich fall da bestimmt runter. Geritten bin ich noch nie, und erstmal schaue ich aus sicherer Entfernung zu, wie es geht, das Damensattelreiten, ohne hinten rüber zu fallen. Peter Geiler sitzt fest im Damensattel, und das mit fast 70 Jahren. Die Tradition geht für uns Männer aber noch viel weiter zurück. Die Herren sind immer schon im Damensattel geritten. Die Herren mussten die Pferde der Damen vorbereiten, und schon zu jeder Zeit. Männer im Damenreitsattel. Wird in Reitschulen wieder nachgefragt, wie hier in Much im Rhein-Sieg-Kreis. 5% unserer Mitglieder sind Männer, davon reiten auch einige aktiv selber. Und manche wollen halt auch einfach nur mal wissen, wie fühlt sich das an? Wie ist das, ne? Wenn ich jetzt meine Frau, meine Partnerin begleite, auf was muss ich denn Rücksicht nehmen? Wie muss ich mich verhalten? Wie kann ich helfen? Und so hat er sich entwickelt, der Damensattel. Der Quersitz war die Ursprungsform des heutigen Damensattels. Hierauf saß man seitlich zur Bewegungsrichtung. Frauen und Männer wurden so im Schritttempo transportiert. Es gab ja schon im Mittelalter die Vorgaben, dass die Damen nicht im Spreitsitz reiten durften, aus gesellschaftlichen Gründen, aus Etikettegründen. Und dann haben natürlich, früher sind die adligen Damen geritten, die Prinzessin, die Königin. Eine dieser adligen Damen war Katharina de' Medici. Sie lehnte sich Anfang des 14. Jahrhunderts gegen die Etikette auf und legte ein Bein über den Knauf, nahm die Zügel in die Hand. Ihre Beine blieben dabei auf der Seite. Vor dem Reiten kommt die Übung. Reitausbilderin Bettina Graner zeigt mir, wie es geht. Okay. Also wie steige ich auf? Erstmal rittlings, wie auf dem normalen Sattel. So. Auf dem Gesäß ganz normal Platz nehmen. Ja. Beim Überschlagen des rechten Beines darauf achten, dass der rechte Po hinten bleibt. Ja. Darf ich auch anfassen? Ja, natürlich. Linkes Gesäß eher vor, rechtes eher ein bisschen zurück. Gerade. So. Mit dem Gesäß noch ein bisschen gerade. Genau. Dann schön Brustbein vor. Und wie fühlt es sich an? Wie auf dem Pferd. Okay, aber jetzt habe ich ja im Grunde eine Sache nicht geübt, nämlich das Raufkommen auf das Pferd. Das ist ja eigentlich auch schon die erste Hürde, oder? Da helfen wir dir bei. Jetzt geht's rauf aufs Pferd. Ganz geduldig steht es da mit 1,70 Meter Höhe. Ja. Das rechte Gesäß soll hinten bleiben. Jawohl. Der Kopf muss ein bisschen runter und einmal hoch. Jawohl. Ja, gut. Jetzt. Gut, okay. Ja, ja. Ist bequemer? Ja, ist bequemer. Auf dem Holzpferd vorhin habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Oben auf dem Pferd macht mir meine Höhenangst plötzlich zu schaffen, aber kein Rückzug, kein Aufgeben. Als Anfänger ist es schon echt sehr unangenehm, muss ich sagen. Irgendwie sieht das bei Frauen eleganter aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier einen Vorteil hat als Herr im Damensattel, aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Nach 2 Runden habe ich genug und möchte das auch dem Pferd nicht länger antun. Doch mal eben runter vom Pferd, so einfach ist das nicht. Ja, einmal hier rüber. Mit der rechten Hand hältst du dich am Horn fest. Ja. Und dann runter, nein, an dem anderen. Ja. So, runterrutschen und zum Pferdekopf drehen. Ja, super. Hey. Boah. Also ich sag euch, das ist echt nicht einfach. Ausprobieren, ausprobieren, aber ey, da geht einem die Pumpe. Wenn man das erste Mal macht. Für mich ein Abenteuer, aber ohne Höhenangst kann man ihn bestimmt auch genießen, den Ausritt oben auf dem Pferd im Damensattel.